Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch Wildkräuter und die Merkmale davon. Kommt mit! Hier ist der schöne Ort, wo ich euch dann die Pflanzen zeige und suche und dann die Merkmale zeige. Ja, das ist jetzt hier die erste Pflanze, die ich gefunden habe. Ja, die gute Brennnessel. Wer kennt sie nicht? Stechig, aber auch sehr nahrhaft. Man kann ganz viele Suppen rausmachen, man kann Smoothies rausmachen. Mit den Samen kann man einen Brotaufstrich machen. Ja, die Merkmale von der Brennnessel, ne, das Blatt hier, sehr zackig, aderig und sehr haarig hier auf der Seite. An den Stielen ist auch sehr haarig, wenn man das sieht. Ja, ein bisschen haarig sieht man. Ja, auf der Kamera ist sehr schwer, aber ja, der Stiel hat glaube ich 6, 1, 2, 3, ich weiß nicht, ob das viereckig ist, aber es ist glaube ich 5 eckig, oder wie man das nennt. Dann noch diese Samen, die aber Spätsommer erst kommen. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Merkmal, finde ich, weil ja, Brennnessel mit Samen plus die Stechen. ja, mehr Merkmale gibt es eigentlich gerade gar nicht. Und ja, und diese Samen hier, das ist vielleicht auch ein guter Merkmal, was ihr euch merken könnt. Wenn ihr die reibt, ist das ganz fettig. Da kommt, die Samen sind fettig und ja, richtig glitschig sind die jetzt nicht, aber die sind fettig. Wie man das so kennt, wenn man Kokosöl auf die Hand schmiert oder so, auch ein sehr guter Merkmal. Ja, und von der Pflanze kann man von Kopf bis Fuß alles essen. Die Samen, man kann die Blätter essen. Den Stiel würde ich jetzt nicht essen, der ist jetzt nicht so schmackhaft, ne? Die Wurzeln, da bin ich mir nicht sicher, deswegen, da müsst ihr mir nochmal extra ein Video angucken von jemand anderen. Vielleicht erklärt ihr das darum. Beim Löwenzahn sieht es anders aus, da kann man die Wurzeln nehmen und da einen Kaffee rausmachen. Sehr interessant. Habe ich auch schon mal gemacht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mal gerne sehen möchtet. Dann kann ich mal da auch ein Video rüber machen. Ja, das ist die Brennnessel und ihre Merkmale. Das hier ist die Vogelmiere. Ja, die Vogelmiere, die Merkmale. Richtig gut zu erkennen mit den 10 Blütenblättern. Die ist sehr lecker, glaubt mir. Ey, ihr könnt die im Frischkäse reinpacken und dann könnt ihr so einen Kräuterfrischkäse rausmachen. Ihr könnt es in einen Salat reinpacken mit Tomaten, mit Knoblauch. Ich habe es schon gemacht, das ist wirklich sehr lecker. Das Blatt sieht aus wie eine Pfeilspitze. Eigentlich auch sehr gut zu merken. Kann ich noch euch das näher zeigen? Ja, ne? Sieht einfach aus wie eine Pfeilspitze. Der Stiel ist ein bisschen haarig. Und jetzt kommt was Interessantes. Das ist der beste Merkmal, den man eigentlich bekommen kann. Es ist mittendrin im Stiel. Im Stiel ist ein Gummi drin, das könnt ihr euch so vorstellen. Und dieses Gummi ist elastisch. Und wenn ihr jetzt das so langsam aufmacht, oh, das ist der Vorführeffekt, das hat nicht funktioniert. Neuer Test bitte. Ich zeige euch das mal. Und wenn ihr das langsam so auseinanderreißt, so, dann sieht man, ha, die Kamera ist schlecht, oh, es tut mir so leid, oh nein, sieht man das? Man sieht gar nichts. Okay, so sieht man dann, glaube ich, am besten. Seht ihr in der Mitte das hier? Und das ist elastisch. Und guck mal, ich kann es richtig rumbiegen, das Innere vom Stiel. Ja, und das kann man essen. Ja, und das sind die Merkmale von der Vogelmiere. Ist lecker. Ja, und das ist hier der gute Gundermann. Man riecht da schon sehr. Wenn man den Gundermann kennt, man muss eigentlich gar keine Merkmale wissen. Man riecht es sofort. Oder bei mir ist das so. Deswegen ist es erstmal interessant, euch das zu erzählen, jetzt wie man das erkennen kann, weil ich rieche ihn immer und das reicht mir eigentlich. Die Form ist ja auch wichtig für den Auge, dass er auch erkennen kann, ob das wirklich die richtige Pflanze ist. Und das ist hier jetzt der Blatt vom Gundermann und das ist eigentlich sehr einfach. Man sagt, das hat eine Nierenform
Ich finde, das sieht aus wie ein V, was seine Flügel ausbreitet und sich schön macht. Ein bisschen, oder? Findet ihr das auch nicht? Ich finde es so irgendwie. Der Stiel ist wieder ein bisschen haarig. Das untere Teil, man sieht's, ne? Ganz viele Adern. Wirklich ganz viele Adern. Außen ist es nicht gezackt. Das ist ein bisschen gewellig, wenn man das anschaut, ne? Ich glaube, so sieht's mal besser. Ich mach mal so. Ne? Das ist so wellig oder schön rundeckig oder so rund geschnitten. Außenrum, das ist wie so, wie so Blütenblätter. Noch ein Merkmal von Gundermann ist, er wächst ganz tief am Boden, wie ein Teppich. Und dann nicht alleine, wirklich komplett mit ganz vielen gemeinschaftlichen Gundermanns, sage ich mal. Auch sehr cool zu wissen, ah, okay, Gundermann wächst wie ein Teppich, ganz viel mit anderen Gundermanns. Der Stiel ist interessant, warte mal, das zeige ich euch mal. Tut mir leid, den Stiel kann ich euch nicht zeigen, da ist meine Kamera einfach zu schlecht für, aber der Stiel hat hier in diesem Bereich ganz flach, ne, ganz dünn und bei der anderen Seite ein Halbmond. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, einfach, dass unten einfach flach ist und oben einfach ein schöner Vollmond. Das ist dann der Gundermann. Eigentlich eine sehr, sehr schöne ist eine schöne Pflanze. Und ja, die kann man halt für Smoothies benutzen. Probiert es gerne mal aus mit Ingwer. Jetzt sind wir beim Löwenzahn angekommen. Wer kennt's nicht von Peter Lustig? Der gute Löwenzahn. Oder bei Pippi Langstrumpf, der Mann mit dem Bart, der dann den Löwenzahn gegessen hat beim Schlaf. Ja, der Löwenzahn ist essbar auf jeden Fall. Du kannst das in Salat reinmachen, in Smoothies reinmachen. Ihr könnt da Aufstriche machen mit Kichererbsen. Ihr könnt so viel damit machen. Die Merkmale, ich glaube, der Löwenzahn, der Name, kommt, glaube ich, wirklich, weil das Blatt wirklich so Zähne hat am Blatt. Das sieht so richtig aus wie Zähne. Da so, diese Zacke hier, dann hier, dann da oben. Ne? Sieht einfach aus wie Zähne. Sieht ein bisschen aus wie Haizähne, aber, oder Hundezähne, aber ich glaube, das ist eigentlich ein guter Merkmal, erstmal Löwenzahn zu erkennen. Okay, es hat Zacken wie Zähne. Ja, das Blatt hat auch hinten sehr, sehr starke Adern. Ein Hauptader, das von unten nach oben zur Spitze geht. Ja, und das Blatt ist halt unten schmal. Es geht in der Mitte sehr dick und oben geht es wieder dünn. Der Stiel ist so wie beim Gundermann. Ne? Halbmondig oben und unten sehr flach. Das sind die Merkmale vom Löwenzahn. Es schmeckt lecker. Den packe ich mir erstmal ein. Ja, jetzt sieht man mich hier auch. Tag. Ja, und das ist hier die Brombeere. Die Blätter, wenn man die genauer anschaut, wenn man den Rand von den Blättern anschaut, die haben ganz viele kleine Zacken. Ganz viele kleine Zacken. Wie so eine kleine Säge oder so eine Fuchssäge. Das Blatt ist unten. Ja, es ist wie ein Ei. Es ist so eine Eiform und oben so eine Elvis Presley Haarlook. Bei der hinteren Seite vom Blatt sind so kleine Stechel, so kleine Nägel oder Stachel. Stachel sagt man ja, genau. Stachel am Blatt kann man sich auch gut verletzen, finde ich. Ein Hauptstamm, aber hat auch ganz viele Nebenstämme, die nach links und nach rechts gehen. Und dazwischen sieht es aus wie Spinnennetz. Ne? Ganz viele kleine Adern, Hauptadern, dann der mittlere Stammader und die Elvis Presley Frisur. Yeah! Aber egal. Ja, die ist essbar, die pflücke ich auch oft dann und packe die dann mit Kakaobohnen, mit einem Smoothie, mit Bananen rein. Sehr lecker. Ja, Stacheln sind ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt nicht den Stiel essen. Nur so ganz frisch die Blätter, weil die sind am leckersten. Früchtezeit ist leider vorbei. Voll schade. Die könnte man halt auch essen, ne? Ist ja ganz klar. Oho. Ja. Das ist die Brombeere. Die Merkmale. Ja, die Merkmale Elvis Presley. Der Spitzwegerich, auch eine sehr, sehr wichtige Pflanze für mich, weil es einfach sehr, sehr gute Eigenschaften für den Mundbereich hat und einfach
Man sagt auch, Zahnausfall hindert. Das heißt, es strafft deinen ganzen Mundbereich und da hast du wenig Zahnfleischprobleme und hast stabile Haut, hast nicht diese komischen Entzündungen im Mund, diese komischen Augen. Ja, der Spitzwegerich, die Merkmale sind eigentlich sehr einfach. Diese ganzen dicken Adern, die haben nur einen Weg und die gehen von Ende bis zur Spitze nach oben. Hier sieht man es richtig, die Adern vom Blatt. Unten fängt es ein bisschen schmal an, hier wird es ein bisschen dicker und da oben ganz dünn. Und ja, und die Adern gehen genau den gleichen Weg dorthin. Der Geschmack ist halt auch ein gutes Merkmal. Aber ja, es ist schwierig, wenn man nicht weiß, welche Pflanze eigentlich, ob das die richtige Pflanze ist, weiß man dann auch nicht. Man will es gerne nicht probieren, wenn man das so kaut und so den Geschmack rauszubekommen, ob das die richtige Pflanze ist. Aber der Geschmack ist halt wirklich sehr intensiv, bitter und da zieht sich auch wirklich alles im Mund zusammen. Was noch ein Merkmal ist von der Spitzwegerich, Spätsommer gibt es immer so Knospen, die so rauskommen. Es ist Spätsommer, ich weiß nicht, warum der das nicht hat, aber hier kommen so Knospen raus und dann sind da Samen dran am Stiel und die kann man auch essen und die sind sehr, auch ein guter Merkmal, aber ich habe leider, ich habe doch was, warte mal kurz. Hier, und das ist auch ein guter Merkmal, es sieht aus wie so ein, was ist das, ein Besen gefühlt, und da sind die Samen drauf. Vom Spitzwegerich und der Stiel ist fünfeckig, ein bisschen viereckig auch. Und hier oben sind so an den Samen auch noch so Haare noch dran. Ich weiß gar nicht, man sieht es gar nicht so gut auf der Kamera. Ne, hier ein bisschen so Haare. Ja, und den Spitzwegerich kann man auch gut nutzen für Kältungen und wenn man Fieber hat. Man kann das schön schneiden, das im Honig reinpacken, für 4 Wochen drinne ziehen lassen und dann kann man das halt löffeln oder einfach im Tee reinpacken. Das ist das Video gewesen. Ich hoffe, dass ihr was rausgelernt habt. Das sind jetzt kurze, knappe Merkmale. Ich glaube, die reichen eigentlich dafür, dass man weiß, okay, welches Kraut man eigentlich pflücken kann. Das sind, glaube ich, 7 Kräuter gewesen. Wenn ihr noch Merkmale kennt von den Pflanzen, die ich euch gezeigt habe, schreibt mal gerne in den Kommentaren, weil es hilft mir selbst mal noch mehr über die Pflanze zu lernen. Das war's. Schön, dass ihr so lange angeschaut habt, das Video. Und ja, bis nächstes Mal. Tschüss.